Hey, Hostassensternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte das anders sein? Auf meinem wunderschönen großen Account hier mit Smokey, mit Hunter und einer Farbe, die nicht Saku zu dem Ra ist und deswegen auch nicht männlich. Gut. Es weiß ich nicht. Also, ich glaube, wenn ich sage, sorry, dass die letzten Tage mal wieder nichts kam, kauft mir das keiner ab, oder? Na gut, dann lassen wir das mal. Aber bitte glauben Sie mir, es ging wirklich nicht anders, ja. Es tut mir leid, ja. Man munkelt, da gibt es sowas wie ein Leben und naja, ne, muss gepflegt werden oder so ähnlich. Oder man hat halt andere Sachen zu tun, ja. Ihr kennt das Ganze, ja. Nun, wie dem auch sei, aber ich hoffe, dass nächste Woche irgendwie wieder ein bisschen mehr kommt. Wir schauen mal, denn nächstes Wochenende bin ich definitiv weg. Also da kommt gar nichts. Kein Lebenszeichen von mir. Und ja, da muss ich untertauchen, Flucht, ihr kennt das Spielchen. Und ja, ansonsten, ja, mal gucken. Tja, schauen wir mal, wann ich Zeit finde. Dieses Wochenende auch wieder, also ist ja hier wirklich, bei mir ist richtig Stimmung. Letztes Wochenende war ich schon weg, dieses Wochenende bin ich mehr oder weniger weg, nächstes Wochenende bin ich wirklich weg. weg, alles weg. Ja, seit 2 Jahren wollte ich die lange Nacht der Museen mal hier in Berlin mitmachen und jetzt hat es mal geklappt. Also vor 2 Jahren war das mir zu kurzfristig, als ich dann gesehen habe, oh, da gibt es sowas, ja Mensch. Und also, mir war schon länger klar, dass es sowas gibt, aber habe mich halt nie so wirklich dafür begeistert. Aber ja, vor 2 Jahren dachte ich mir, ach, kann man ja mal machen. Und dann war das aber so kurzfristig, dass ich mir dachte, nee. Und letztes Jahr war halt Sommerurlaub dazwischen. Geht halt nicht, ne? Und dieses Jahr aber, da habe ich dem Ganzen jetzt hier entgegengefiebert und mir gedacht, jetzt muss es aber mal klappen hier. Genau, ja, deswegen bin ich dann erstmal weg und nächstes Wochenende bin ich auch weg. Und unter der Woche, naja, ihr wisst ja, wie es ist, Arbeit und so weiter, ein paar Golddublonen müssen ja auch hart verdient werden. So ist es halt nun mal und ja, was soll man machen, wenn halt noch irgendwie andere Sachen anstehen, ne? Dann hast du halt auch nicht unbedingt die Lust, jetzt nochmal hier online zu gehen und irgendwas nochmal hier zu labern, so, ne? Was soll man machen? Oh, du kleiner Lümmel. Aber ich habe ihn trotzdem noch bekommen. Ja, sehr, sehr schön. Da wollte er verschwinden, ne? Tja, ich hoffe, er ärgert sich jetzt darüber. Das hat er verdient. Im letzten Moment, ne? Aber ich habe ihn noch bekommen. So, sorry. Gut. Ja, mein Lieblingsthema, ne? Folge 395. Und zwar Social Media und Content, der kein Content ist. Naja, gut. Also, ich will es nur ganz kurz anreißen, ne? Weil ich dachte mir, sag mal, vielleicht bin ich einfach zu blöd, ne? Also, kann sein, ne? Also, eventuell ist halt Werbung mittlerweile. Kennt ihr Content, der kein Content ist? Also es wird ja alles als Content bezeichnet, weißt du, sobald du halt irgendwie einen Scheißhaufen fotografierst und ins Netz stellst, ist es halt Content. Aber kennt ihr so Content, der keiner ist? Also wo du dir so denkst, du schaust dir das an und denkst dir dann so, ich denke mir gar nichts, da passiert nichts, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich fühle nichts. Also so wie halt bei diesen Videos hier, ne? Nur noch schlimmer. Und das hatte ich kürzlich bei einer Werbung, die mir eingeblendet wurde und ich dachte mir, was soll mir das sagen? Also allein schon das Video, das war ekelhaft. Kennt ihr so diese ganzen Morning-Routinen und so weiter und diese unrealistischen Tagesabläufe? Die halt irgendwelche Influencer, wie sie genannt werden im Volksmund, dir zelebrieren? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du das Problem dahinter? Jetzt werde ich persönlich. Jetzt reden wir hier persönlich miteinander. Also wirklich, also diese ganzen Morgenroutinen, wo ich mir so denke, also, weiß nicht, meine Morgenroutine sieht so aus, ich stehe vor 5 auf, mach mich fertig, spring dann in die Öffis und dann geht's ab. Und irgendwann fahre ich nach Hause und nehme dann halt hier sowas auf. Also gut, das ist jetzt auch keine Morgenroutine mehr, aber, ne? Und wenn die halt daraus besteht, dass du, sagen wir mal, du stehst um 9 Uhr auf und die Kamera ist natürlich auch immer perfekt positioniert, ne? Damit
alles festgehalten wird. Also du musst ja auch noch dein Aufstehen faken. So, dann stehst du also vor der Kamera auf, so. Die Sonne ist schon, wir haben 12 Uhr. Und du stehst dann so auf, blendest so ein, 9 Uhr morgens, stehst dann so auf, dann gibt's einen Cut. Dann wird gezeigt, wie du dein Bett schön machst. Dann geht's weiter in die Küche. Dann machst du dir deinen wunderschönen, ich habe keine Ahnung, ich trinke keinen Kaffee. Weiß ich nicht, was man sich da so macht, halt irgendwas mit Kaffee oder so. Und dann kommt eine andere Einblendung. Ja, rührst du so um. Und dann. Dann geht's weiter. Dann setzt du dich an den Rechner mit deinem halb ausgetrunkenen Glas Kaffee. Ja, wirklich, ich hab keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Ich nenne das jetzt einfach Kaffee, vielleicht habt ihr da mehr Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist alles gleich, ja. Also. Um hier mal keine Werbung zu machen, es gibt ja so teuren Kaffee, weißt du, wo du da so hingehst in so ein gewisses Etablissement und dann bestellst du da deinen, was auch immer, Frappuccino, keine Ahnung, gib mir alles, was du hast und so. Das ist okay, weil da schmecke ich halt den Kaffee nicht raus. Aber ansonsten bin ich halt so, nö, mag ich nicht. Gut, nun, nichtsdestotrotz, also du machst dir dann sowas, weißt du, setzt du dich dann so hin. Dann scrollst du mal 5 Sekunden durch die Kommentare. Dann gibt's dann den nächsten Cut. Dann tust du so, oh, Business, Business, busy, 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 busy. Und weiß ich nicht, beantwortest eine Mail oder so. Wahrscheinlich Newsletter abbestellen oder sowas. So, dann gibt's den nächsten Cut. Dann wird sich die gesunde Bowl. Also, okay, ihr versteht, was ich meine. So. Und das Ding war jetzt aber mit, das ist meine Study-Routine oder so, also meine Lernroutine, so. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt die letzten Minuten darüber geredet habe, wie ein Morgen aussieht und dann sage ich jetzt, okay, aber eigentlich war es jetzt kein Morgen, aber gut, also ihr versteht, was ich meine, das ist Content, der kein Content ist, ne, du musst halt irgendwie Zeit überbrücken mit Sachen, die halt einfach belanglos sind, so. Also nachdem ich euch also nun wertvolle Lebenszeit geklaut habe, können wir also weitermachen. So, dann war also die wunderschöne Lernroutine, die gezeigt wurde. So, und die sah so aus. Okay, wir machen jetzt eine Pause. Dann gehe ich also in die Küche. Also und es war verpackt wie so ein gottverdammtes Influencer 0815 Tagesgedöns-Video. So, deswegen halt die Morgenroutine. Der erste Clip war, also du bist halt vor dem Rechner, vor deinem wundervollen Apfel-Laptop und machst halt irgendeinen Mist. So, dann, okay, jetzt machen wir eine Pause. In die Küche, dann machst du dir halt irgendeinen Fertiggedöns-Kaffee, dann setzt du dich wieder ran und das ist das Video. Und das ist gleichzeitig eine Werbung gewesen. Es war halt ein. Ich habe mich verarscht gefühlt. Genauso wie ihr, wenn ihr jetzt hier mir minutenlang zuhören musstet, so habe ich mich gefühlt. So, jetzt mussten wir wenigstens alle leiden, ja? Aber ich dachte mir. Nee. Nein. Nein. Einfach nein. Nein. Einfach nein. Und es wird also, wirklich, es ist dieser, oh, wo du wirklich so denkst, warum? Warum? Achso, ich versuche demnächst wieder ein paar Shorts zu machen mit den ganzen Geschichtsglitches. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht zu weiteren tollen, wundervollen Episoden, wenn wir schon bei blödem Content sind. Also das Ding habe ich nicht aufgegeben, aber ja, in dieses gottverdammte 1-Minuten-Video, ihr wisst gar nicht, wie viel Zeit ich da reinstecke. Also gut, wahrscheinlich im Nachhinein weniger als vielleicht für ein Video. Naja, wobei. Kommt drauf an. Aber es dauert schon mehr als 1 Sekunde, okay? Ja, will ich nur mal gesagt haben, ja? Will ich nur mal gesagt haben. Also, ja, damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Deswegen, schaut euch gerne diese Shorts an. Die findet ihr auf meinem Kanal. Geschichtsglitches, ja? Schaut euch das an. Ist lustig. Ist wirklich lustig. So. Jedenfalls versuche ich das. Also, ich habe da schon die nächsten Ideen
die habe ich mir aufgeschrieben. Meistens kommen mir die, wenn ich in der Bahn bin oder warte oder was auch immer, dann kommen da so manche Sachen raus und im Kopf klingen sie gut. Gucken wir mal, wie es dann umgesetzt wird. Aber jedenfalls habe ich da schon weitere tolle Episoden geplant. Ich weiß nicht, 4, 5 oder so. Die stehen schon mehr oder weniger fest. Müssen halt nur noch mal umgesetzt werden. Also da hoffe ich, dass ich demnächst mal die Zeit und die Laune habe. Aber mir hat es Spaß gemacht und ja. Und es ist lustig, wenn, also leider so viele Leute regen sich nicht darüber auf. Aber es war schön, dass es... Gut, Fenster ist leider jetzt kaputt gegangen. Aber es ist schön, dass, dass manchmal halt einfach so tolle Kommentare kommen, dass sich Leute aufregen, dass das doch gar nicht wahr ist. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber na gut. Steht ja nur in der Beschreibung. Ja, es ist ja auch, es wird ja auch am Ende immer klar, dass das halt nicht passiert ist. Aber es ist schön, wenn Leute sich das bis zum Ende reinziehen und sich dann beschweren, dass es nicht passiert ist. Obwohl ich sage, dass es nicht passiert ist. Tja. Wäre cool, wenn das wirklich so passiert wäre. So. Wieso hatte der so lange sein? Na gut, immerhin. Immerhin hat er selber verschissen. So, was wollte ich Ihnen jetzt eigentlich noch sagen? Jetzt habe ich mich darüber aufgeregt. Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich bestimmt noch loswerden. Naja. Wir werden mal schauen, was ich noch loswerden wollte. Es ist heute mega, mega heiß. Also... Ich habe gesehen, das sollen, ja, wir haben Ende August, ne, und es sollen nochmal über 30 Grad hier werden. Ja, ist irgendwie schön. Ja, ist irgendwo schön, nochmal hier so ein bisschen Sommer-Feeling-Wetter zu haben. Also das ist wirklich toll. Ja, musst du dir jetzt selber ein bisschen Damage geben, wa? Kollege. Sehr, sehr schön. Aber auf der anderen Seite ist es schon traurig zu sehen, wie früh es schon wieder dunkel wird, ne? Das ist so... Oh. Es wird schon wieder Winter. Ja, das macht keinen Spaß. Ey, ist ja gut. So, wir versuchen es gleich mal. Dem schepper ich aber so eine rein. Kannst du mir glauben? Zack! Warte mal, hat er überhaupt... hat er Schaden bekommen? Ja, jetzt hat er wenigstens... Jetzt hat er auch was bekommen. Sehr schön. Ja, ich habe keine Lust. Ich will Sommer. Ich will Sommer. So. Gut. Ich habe keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Irgendwas wollte ich heute noch erwähnen. Aber ich weiß nicht mehr was. Jetzt habe ich hier wirklich darüber gefaselt, wie so ein gottverdammter Morgen aussieht. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, es tut mir leid, vielleicht fällt mir das zum nächsten Video wieder ein, aber ich würde es bezweifeln. Na gut. es tut mir leid. Lass uns das einfach jetzt mal hier noch bis zum Ende machen. Achso, TO ist jetzt was anderes, aber trotzdem. TO hat hier wieder ein nettes... Also ich finde, es ist nett, aber für mich einfach nicht wirklich geeignet. Es gibt ein Memo-Event, ja, wo du dann dir Belohnungen abgreifen kannst, halt in Form von einem Memo-Spiel. Dass du da halt die richtigen Paare raussuchst und dann kriegst du halt das, was dann in den Paaren abgebildet ist, denke ich mal, als Belohnung. Aber für mich persönlich lohnt sich das nicht. Du musst halt, damit du überhaupt das Ding spielen kannst, also erstmal musst du 700 Tencoins ausgeben, um halt diesen Pass zu bekommen, ne, damit du dann dort teilnehmen kannst. Da musst du aber, um halt diese Züge zu bekommen, das ist halt, also Karten umdrehen kannst, dafür musst du halt Aufgaben machen. Und dafür fehlt mir halt einfach die Zeit, denn die erste Aufgabe, die mir da angezeigt wird, ist, dass du 30 Sterne verdienen musst, ne? Und ja, wenn du halt jetzt kein Premium hast, dann heißt es halt, okay, du musst dann mindestens 10 Spiele absolvieren mit jeweils 3 Sternen Belohnung. Das ist halt für mich Casual-Spieler, der ich halt leider nun mal bin. Einfach nicht wirklich akzeptabel, ja. Und deswegen, also, auch wenn ich halt natürlich das über die Zeit sicherlich hinbekommen würde, ne, aber es lohnt sich halt nicht in dem Sinne, dass ich da dann tatsächlich viele, viele Belohnungen hätte abgreifen können, ne, weil diese ganzen Aufgaben, die werden natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
Und die habe ich halt nicht. Ja. Und das lohnt sich natürlich erst, wenn du weißt, ja, okay, ich habe die Zeit, dass ich halt hier jeden Tag eine Aufgabe machen kann, um mir halt da meine Züge zu holen, um dann halt Memo zu spielen, um mir dann meine Belohnungen zu holen. Also ich finde, es lohnt sich jetzt nicht, wenn ich dann am Ende zwei Belohnungen bekomme, wenn es hochkommt. Ne? Aber du musst ja die richtigen Kartenpaare erstmal aufdecken. Also deswegen, ja, dachte ich mir, nee. Es ist eine nette Idee, aber für Leute, die halt immer nur so ein bisschen spielen, einfach nicht wirklich geeignet. Aber ansonsten war, wie gesagt, ernsthaft, wie gesagt, eine nette Idee. Aber ja, leider, ne, wäre das, weiß ich nicht, 10 Jahre vorher gewesen, 10 Jahre früher. Ja, dann hätte ich gesagt, sehr super, ey, da zocke ich ja komplett durch, ne? Da bestanden meine Tage auch größtenteils wirklich nur noch aus. Oh nein! Habt ihr gesehen, was ich falsch gemacht habe? Ich denke ja, oder? Ich habe aus Versehen auf meiner Tastatur die falsche Taste gedrückt gehalten, ohne es zu merken. Ah, verdammt. Na gut, was soll's. Aber hey, ich habe immerhin nochmal einen Kill mitgenommen, ne? Also den kann mir keiner nehmen. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Tja, schade. Aber habe ich hier wenigstens was? Ja, ne, cool. Das konnte ich mir schnappen. Nice. Ein paar Sternchen. Ja, seht ihr, ich habe gerade mal 8. Also von den 30 bin ich ein bisschen entfernt. Aber an sich ist es halt, wie gesagt, wirklich eine nette Sache. Ne? Sieht halt so aus. Aber ja, lohnt sich halt nur, wenn du weißt, du kannst halt diese ganzen Aufgaben machen, um halt diese Züge zu bekommen. Du kannst natürlich auch dir hier die Züge kaufen, ne? Aber 400 Tankcoins, um halt 2 Kärtchen aufzudecken. Ja. Naja, sagen wir mal so, naja. Tja, aber ansonsten, die Leute, die das vielleicht interessiert und die, ja, die sind jetzt an dieser Stelle mal informiert, dass es sowas gibt. So, ich schnappe mir mal ganz kurz hier noch die ganzen Belohnungen. Also, was heißt Belohnungen? Die ganzen Einkäufe, die sichere ich mir hier noch. Kann hier noch das weitere abgeben hier, eine weitere Mission. Sehr, sehr schön, wunderbar. Und dann, ja, keine Ahnung, öffne ich einfach mal noch 3 gewöhnliche Container. Heute mal vielleicht eine etwas unorganisiertere Folge, aber es war jetzt auch nicht wirklich wichtig, darüber zu reden, aber irgendwie, ich wollte es mal loswerden. Ey, irgendwie, ich dachte mir so, was habe ich mir da für einen Müll angesehen? Ja, vielleicht so wie dieses Video, es tut mir leid. Vergesst das einfach. Klickt dieses Video nicht an, das nächste wird besser. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. In dem Sinne, macht es gut oder besser, Rinion ist ja klar. Gebt trotzdem einen Daumen nach oben für den Algorithmus, ihr kennt ja das Spielchen. Haut rein, danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.